Guten Morgen, ein neuer Tag beginnt und auch heute nehme ich euch wieder mit. Ich sitze gerade im Hotelzimmer und bin eigentlich schon so gut wie seit 5 Uhr wach oder so. Ich glaube, ich bin einfach noch im Schulrhythmus drin. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, dass ich jetzt auch schlafen kann. Das geht nicht. Und eine ganz lustige Geschichte. Ich lag hier so. Dachte mir, ach, ich trinke jetzt mal was. Hab was getrunken. Hab aber das Glas nicht aus meiner Hand genommen, sondern das dann hier so praktisch so über das Bett genommen. Mit dem Glas in der Hand geschlafen. Und dann bin ich aufgewacht, weil mir da etwas Nasses über meine Hand gelaufen ist. Ja gut, also es ist auch schon wieder getrocknet, das war auch nicht so viel, aber es passiert mir immer sowas. Ich glaube, ich mache mal so ein Video über so peinliche Dinge, die mir passiert sind, weil da ist echt richtig viel, was ich da erzählen kann. Genau, ich habe gestern noch das Video geschnitten, dass ich das jetzt auch noch hochladen kann. Und nebenbei suche ich nach Hintergrundmusik für die nächsten Vlogs und ich finde, ja, Circle of Alchemist, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Finde ich richtig cool. Und da verwenden auch echt viele YouTuber ihre Musik. Und ich glaube, ich benutze auch mal was von. Ich finde die richtig cool. Ich kenne die von Let's Play Poker zum Beispiel. Da waren die als so Pausen-Act, kann man das sagen? Weiß ich nicht. Aber ich finde es echt richtig cool. Schaut euch die Musik mal an. Ihr könnt euch die kostenlos runterladen. Ihr könnt die auch für eine mit einer Lizenz, die haben sie dann unter dem Link gepostet, könnt ihr die noch in euren Videos benutzen, was ich richtig cool finde. Und genau. Das mache ich gerade und plane so ein bisschen die nächsten Vlogs und die nächsten Tage, was ich so mache. Heute geht es, wie gesagt, nach Brüssel. Und ich dachte mir, ich zeige euch nochmal den schönen Ausblick, den wir gestern ja nur bei Nacht gesehen haben. Nämlich hier am Fluss. Schaut mal. Richtig schön. Das Fenster ist ein bisschen dreckig gerade, aber wie cool ist das denn bitte mal? Genau irgendwie am Fluss. Meine Eltern haben auch ein Hotelzimmer. Das ist aber nicht, also lange nicht so schön wie meins. Und da habe ich echt richtig Glück gehabt. Und ja, was mache ich jetzt noch? Ich werde gleich noch frühstücken gehen mit meiner Mama zusammen. Es ist jetzt schon, ja, halb. Mama schreibt mir auch gerade. Klingelt mein Wecker. Jetzt muss ich mich nämlich kurz fertig machen und dann treffe ich mich in einer halben Stunde mit ihr. Ich werde jetzt eben noch kurz duschen gehen und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns gleich beim Frühstück wieder. Im Zimmer und packe gerade noch meine restlichen Sachen hier wieder ein, weil es nämlich jetzt mit dem Zug nach Brüssel geht. Meine Mama und ich, mein Papa ist schon wieder weg, weil der geschäftlich nur kurz hier war und jetzt ist er schon wieder woanders. Genau, und jetzt packe ich, wie gesagt, meine Sachen zusammen und dann geht's los und mal gucken. Ich glaube, wir fahren eine Stunde oder so. Ich nehme natürlich wieder mit. Das ist ein schönes Zimmer. Stadt und da ist die Kathedrale, die habt ihr, glaube ich, eben mal schon aus dem Bus gesehen. Und hier sind ein paar coole Läden, wie zum Beispiel Bershka und so. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter und gucken, wo der Bahnhof ist. Und hier ist natürlich die Oper. Und wir schauen uns mal ein bisschen die Stadt an. So, da hinten das weiße Gebäude hinter dem Bus, das ist die Oper. Und hier ist auch noch mal so ein großer Platz. Und da hinten müsste gleich unser Bus sein, der zum Bahnhof fährt. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Bahnhof. Und wir sollten gleich unseren Zug noch bekommen. Der fährt dann so ein 40 Minuten oder so. Und da fahren wir jetzt. Jetzt sind wir angekommen am Bahnhof und ich zeige euch den nochmal, weil der sieht so cool aus. Schaut euch das mal an. Mega. Neue Stadt, neue Unterkunft. Wir sind hier in einem Apartment und wenn man reinkommt, also hier ist die Tür, dann sieht man hier erstmal eine Küchenzeile, dann so ein offenes Wohnzimmer mit Esstisch
Und das Coole ist eigentlich die Aussicht. Man hat hier so eine richtig schöne Fensterfront und dann kann man hier direkt in die Innenstadt gucken. Also richtig, richtig cool. Da unten sind richtig schöne Läden und so. Da ist ein richtig cooles Frühstücksgeschäft. Oder so, naja, Bäckereigeschäft. Und die Häuser sind richtig alt. Oh, hier ist der WLAN-Router, da muss ich mich drüber beschäftigen. Genau, und wir werden heute so ein bisschen die Altstadt erkunden gehen und mal so schauen, was es hier Schönes gibt. Und genau, wir haben noch ein Badezimmer und zwei Schlafzimmer. Im einen Schlafzimmer ist meine Mami. Und hier ist das Bad sozusagen dazwischen. Und das ist eigentlich auch ganz schön so. Und hier geht's dann in mein Zimmerchen. Das sieht so aus. Ich glaube, hier habe ich auch noch mal eine schöne Aussicht. Und einen Mini-Balkon habe ich. Das ist ja auch lustig. Genau, wir werden jetzt gleich noch so ein bisschen in die Altstadt gehen und nehmen euch da mit. Und ich freue mich schon mal schön und gucken, was wir Schönes finden. Und ja, ein bisschen Pause gemacht und ich habe schon angefangen und den Vlog geschnitten von heute, damit ich den auch heute Abend oder über die Nacht noch hochladen kann. Und genau, wir sind jetzt hungrig und werden deswegen jetzt ein bisschen was zu essen suchen und mal schauen, was wir Schönes finden. Wir sind jetzt hier auf der Suche nach etwas zu essen und es ist sehr viel Angebot. Also es ist wirklich viel Sachen, die man hier essen kann. Vor allen Dingen Schokolade. Hier ist gefühlt, dass jedes Geschäft in dieser Passage, wenn wir gerade drin sind, Schokolade. Naja. Wir haben jetzt einen Laden gefunden. Man meinte gerade, das ist Bio-Fastfood. Ich habe hier so eine Karottensuppe, so eine Quiche überbacken und einen pinke Grapefruit-Drink. Und das ist eigentlich ganz cool hier. So, wir waren jetzt gerade essen bei diesem Ex-Key da. Aber das war leider nicht so lecker, wie wir dachten. Und jetzt suchen wir uns eine leckere Bäckerei. Wir sind gerade in dieser Bäckerei und die haben so richtig coole Sachen. Guckt euch das mal an. Und ich habe einen von diesen Rosinen oder dem Schokobrötchen genommen. Und dann haben wir noch so eins. Das ist so Baiser, ne? Ja, von innen. Und so sieht meins aus. Wieder da und ich dachte mal, ich mache einfach mal einen kleinen Food Haul, weil wir nämlich eben gerade noch beim Einkaufsladen waren. Ja, wir haben einmal Pink Grapefruit Saft gekauft. Ist glaube ich ganz lecker, so morgens frisch hat man einen kleinen Saft und dann nochmal hier Multivitamin, das ist mit Orange, Mango, das ist Passionsfrucht, heißt es so, ich weiß es gar nicht, Beeren, Ananas, Banane. Lecker. Und dann haben wir auch noch Shampoo, weil unser Shampoo leer ist, weil wir nicht genug mit hatten. Von Garnier Ultra Du. Also ich glaube, wir haben die nicht in Deutschland. Also weiß ich nicht, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube nicht. Und das ist hier irgendwie so ein, ja, ganz Pflege, also ganz gute Pflege hat das angeblich. Riecht auch ganz lecker. So, ja. Und so ein Shampoo. So, und dann haben wir noch ein Tee Selection Pack. Was ist da drin? English Breakfast, Prince of Wales Tea, Earl Grey, Lady Grey und Darjeeling Tea. Klingt lecker. Und dann noch für morgen ein Joghurt. Einmal diesen hier. Was ist da drin? Kirsche. Und ich habe hier noch ein Activia Breakfast mit so ein bisschen Cerealien dran und Naturjoghurt. Und das haben wir noch eben gekauft. Und hier seht ihr nochmal hier unseren schönen Ausblick. Es regnet, wie ihr seht gerade. Aber das hält uns nicht davon ab. Wir haben gute Laune. Wir waren eben auch schon draußen. Und ja, also ich glaube, wir machen heute auch nicht mehr so viel. Ich bin nämlich ganz schön müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Von den letzten Tagen, der Reise und so weiter. Das, ja, ist schon anstrengend gewesen. Ich räume mich hier in den Kühlschrank ein. Und dann melde ich mich nochmal. So, ich habe jetzt das Video geschnitten, also alles Material, was ich heute gefilmt hatte. Und ich würde sagen, ich beende den Vlog jetzt auch für heute, weil ich glaube, dass wir heute nichts wirklich Interessantes mehr machen, was ich filmen könnte. Deswegen bis morgen. Ja, ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir mal in den Kommentaren schreibt, ob euch die Serie gefällt,
weil mir macht das echt Spaß. Ich komme gerade so wieder ins Vlogging-Feeling rein. Und ja, mal schauen, was wir morgen machen. Ich glaube, morgen steht Shopping an, würde ich jetzt mal behaupten. Urban Outfitters und so gibt's mehr. Und da dachte ich mir, hey, da muss ich doch hin, wenn ich schon mal hier bin. Und das wird morgen gemacht und wir werden auch wieder das Apartment wechseln, beziehungsweise wieder in ein Hotel ziehen. Und dann nehme ich euch auch wieder mit. Und genau, das war's für heute. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss!